So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo Marion, freut mich, dass du hier vorbeischaust. Ich mache eine 7-tägige Content-Challenge für Scanner-Persönlichkeiten. Also die Challenge ist für mich selber. Ich liefere jeden Tag den Content und ihr dürft zuschauen. Und es ging schon um einige Themen. Ich weiß nicht, ob du die anderen Videos schon mal reingeschaut hast. Die findest du auf jeden Fall auf meinem Facebook-Kanal, wenn du dich für Scanner-Persönlichkeiten oder überhaupt für Vielbegabung interessierst. Heute geht es um das Thema Berufung. Wir hatten schon einiges an Themen gehabt, also zum Beispiel Fokussierung, Struktur und falsch rum. Ja, überhaupt Arbeitsabläufe und Alltag für Scanner-Persönlichkeiten. Und am dritten Tag waren wir. Haben uns den Glaubenssätzen gestellt, was mache ich, wenn ich mich nicht entscheiden kann? Muss ich mich entscheiden? Ja, da gibt es dieses wunderschöne Buch von der Barbara Sher, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das lege ich jedem nur ans Herz, kann ich jedem nur ans Herz legen. Es gibt viele Bücher von der Barbara Sher, die sind alle sehr hilfreich. Ja, gestern ging es um das Thema Selbstbewusstsein stärken und auch darum, wie wir selbst Bestimmung, Selbstermächtigung und Selbstverantwortung in unserem Leben finden. Und das ist gerade für Scanner ein sehr wichtiges Thema, denn, oder es ist eigentlich allgemein ein sehr wichtiges Thema, wenn wir uns mit Mindset und Mentaltraining beschäftigen, denn wir neigen oft dazu, uns selbst einfach schlecht zu reden. Dafür gibt es sogar einen wissenschaftlichen Fachausdruck, das ist das Hochstapler-Syndrom, dass wir selber uns nicht unsere Stärken anerkennen und ja, uns immer den Wind aus den Segeln nehmen und diese alten Glaubenssätze füttern. Du bist nicht gut genug, du kannst nichts richtig und gerade diese drei Glaubenssätze für Scanner, du bringst nicht zu Ende, du kannst nicht richtig und du kannst dich irgendwie nicht entscheiden, was du machen sollst. Das hindert uns natürlich daran, unsere wahre Größe zu entfalten. Und das ist auch ein passender Einstieg in das Thema Berufung, denn meine Berufung kann ich natürlich erst finden und leben, wenn ich weiß, was mir entspricht, wenn ich weiß, wo meine Mitte ist, wo ich präsent bin, wo ich mein volles Potenzial eben auf die Straße bringen kann. Solange ich dann auch überall mit diesen Glaubenssätzen zu tun habe, werde ich, also ich meine, Glaubenssätze kommen immer wieder in unser Leben und es gibt eben natürlich positive Glaubenssätze, ich kann das, ich schaffe das, oder eben die negativen, ja, alles, was ich anfange, bringe ich irgendwie nicht zu Ende, ja. Oder nichts, was ich anfange, bringe ich zu Ende. Und bei der Berufung sollten wir eben uns klar werden über unsere Ziele, unsere Stärken, unsere Talente, unsere Leidenschaften. Ja, aber jetzt bin ich ja schon mittendrin statt du dabei. Ich freue mich, wenn alle, dass noch viele Leute reinkommen und ansonsten die Aufzeichnung sich ansehen. Ich habe mir heute kein Skript gemacht. Ich habe hier nur ein einziges Wort stehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es euch verraten soll. Wollt ihr es hören? Schreibt mal in den Chat, schreibt mir in den Kommentar, lasst mir ein paar Däumchen oder ein paar Sternchen, ein paar Herzchen rüber. Ich habe heute kein Skript gemacht, weil ich mit meinen Kids draußen auf dem Spielplatz war. Ich hatte heute Papa-Tag und also eigentlich ist jeden Tag ein Papa-Tag, nur meistens habe ich die Zeit nicht. Und nehmen Sie mich nicht für die Kinder. Aber heute, also weil es halt einfach irgendwie irgendwelche Termine anstehen oder Dinge, die ich erledigen möchte fürs Business. Und habe dann immer nur Abendzeit für die Kinder. Aber heute habe ich mir wirklich mal den ganzen Tag Zeit genommen. Wir waren ganz viel draußen auf dem Spielplatz. Und deswegen habe ich kein Skript vorbereitet. Aber ich habe mir natürlich Gedanken darum gemacht, was ich euch zum Thema Berufung erzählen kann. Und ja, dieses eine Wort, hier steht Polypreneur. Polypreneur, das leitet sich natürlich von Entrepreneur ab. Das ist das Ziel, da will ich hin. Also nicht nur nicht nur beruflich, sondern in meiner kleinen Speech heute, in meinem kleinen Vortrag hier heute, möchte ich euch dazu ermutigen, diesen Gedanken für euch mal wirken zu lassen. Was ist ein Polypreneur? Ist natürlich jemand, der viele Unternehmungen auf die Beine stellt. Nicht alles auf einmal, aber vielleicht, ja. Also gerade als Scanner hat man natürlich hier die Probleme, dass man sich zu sehr verzettelt. Das darf man auch ruhig. Oh wow, hier ist gerade voller
krasse Wolkenhimmel. Auf der einen Seite geht die Sonne langsam über den Horizont unter und hier zieht gerade voll die krasse Regenwolke auf. Ich glaube, da kommt gleich ordentlich was runter. Okay, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Also ein Polypreneur ist jemand, der mehrere Business aufgebaut hat, irgendwann mal oder aufbaut. Und ich will euch eben dazu hinführen, zu erkennen, dass für die meisten Scanner-Persönlichkeiten eben genau diese, es ist ja keine Berufsform, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Business, aber diese Lebensart sehr, sehr entspannt für uns sein kann. Es ist natürlich mit viel Arbeit verbunden, aber das scheuen wir im Prinzip, das scheuen wir ja nicht, weil wir werden die Arbeit dann nicht mehr als Arbeit sehen, sondern eher als eine Beschäftigung, ja, um uns mit diesen vielen, vielen Talenten und Interessen weiter beschäftigen zu können, ja, Weiterbildung und sowas. Und als Polypreneur wird es dann natürlich nicht langweilig und man kann eben seine vielen Ideen auf die Straße bringen. Ja, aber fange ich vorne an, da will ich hin. Fange ich vorne an, was brauchen wir natürlich, um unsere Berufung herauszufinden? Ich weiß noch, als ich das erste Mal überhaupt darum Gedanken gemacht habe, also jetzt mal davon abgesehen, dass ich mir als Kind davon geträumt habe, irgendwann mal ein berühmter Schauspieler zu sein oder Zirkusdirektor oder was war es dann noch? Artist auf der Bühne, ja, und dann irgendwann war es der Musiker. Aber als ich mir wirklich zum ersten Mal über meine Ziele im Leben Gedanken gemacht habe, das war, als mein Sohn auf die Welt kam und ich dann in Kamerun Feldforschung betrieben habe. Also ich war zu einer Sprachforschung in Kamerun und habe dort eben viel Zeit für mich selbst gehabt. Ich hatte zwar auch Freunde und war mit, also kamerunische Freunde habe ich dort gefunden, war mit denen auch, habe mit denen viel Zeit verbracht, war viel in der Natur, habe wundervolle Naturschauspiele beiwohnen können, wie die Schmetterlinge getanzt haben, war auf dem Vulkanberg geklettert auf Mount Kamerun, habe wunderschöne Seen gesehen und ja, und eben diese Ursprünglichkeit kennengelernt, die es nur wahrscheinlich nur in Afrika oder in irgendwelchen anderen entlegenen Orten der Welt gibt. Und da habe ich mir zum ersten Mal darüber Gedanken gemacht, was will ich eigentlich außerhalb der Sprachwissenschaft noch machen? Ist die Sprachwissenschaft wirklich das Ende der Reise? Damals wollte ich noch Professor werden und in der Afrikanistik gibt es halt wirklich nur 12 Professuren in ganz Deutschland im Vergleich zu 40 Professuren allein für Physik in Mainz, ja. Entsprechend schwierig ist es natürlich, da reinzukommen, wenn man da drin ist, da drin zu bleiben und dort Fuß zu fassen. Man muss sich mit seinen Kollegen natürlich sehr gut stellen. Und wenn man da als Querdenker unterwegs ist wie ich, hat man natürlich dann ist das mit vielen Hürden verbunden. Klar, als Unternehmer hast du auch immer wieder Hürden zu bewältigen, aber das war halt noch wirklich. Da habe ich mir dann zum ersten Mal wirklich das hinterfragt und gesagt, nee, willst du wirklich in diesem wissenschaftlichen Apparat weiterarbeiten, wo im Prinzip Forschung nur dann finanziert wird, wenn sie einen Nutzen für die Geldgeber hat und nicht für die Gemeinschaft oder die Gesellschaft. Ja, und da kamen natürlich dann auch Sinnfragen auf. Ja, wer bin ich? Was mache ich überhaupt auf diesem Planeten? Und ich finde, diese Fragen darf man sich ruhig stellen. Gerade als hochsensibler Mensch ist man natürlich sehr verbunden mit. Ist man emotional sehr angreifbar und sehr leicht aus seiner eigenen Mitte zu werfen. Ja, die Sinne sind sehr weit offen, die Neuronen feuern ständig und gerade, also wenn es dann auch in Richtung Hochsensitivität geht, Empathie geht, dann ist man natürlich auch sehr schnell, ich will nicht sagen verletzt, aber man fühlt sich sehr verbunden mit dem, was in einem selbst und um einen herum geschieht. Und man kann nicht einfach irgendeinen Job machen, der einen A nicht befriedigt und B vielleicht sogar noch ein Schaden für die Gesellschaft ist, ja. Also in der Waffenindustrie wäre undenkbar. Aber es gibt ja noch genügend andere Dinge. Also man sucht natürlich eine Sinnhaftigkeit hinter allem. Und so habe ich eben dann auch die Sinnhaftigkeit für mich gesucht. Was will ich überhaupt erreichen? Und da wurde mir dann ziemlich schnell klar, dass ich irgendetwas in meinem Leben anfangen möchte, was eben die Menschheit auch weiterbringt. Und natürlich kann man die Menschheit von heute auf morgen ändern. Man kann im Prinzip sowieso das Außen nicht ändern. Man kann aber
sich selbst ändern. Man kann sich selbst verbessern, an sich arbeiten, in Resonanz gehen mit seinen Zielen, in Resonanz gehen mit einer heilen Erde, mit glücklichen Menschen und so eben ein Stück zum Wohle der Menschheit beitragen. Und da sind wir, das ist wirklich eine, würde ich so sehen, eine große, große Stärke der hochsensiblen Menschen und natürlich auch dann der Scanner-Persönlichkeiten, der Vielbegabten, dass sie eben zu der Sorte Mensch gehören, die die Welt verändern werden, ja. Die groß denken, die viele Ideen haben, die empathische Fähigkeiten haben, Heilkräfte haben, ja. Und da sollten wir dann uns auch zugestehen, diese in die Welt zu bringen, dieses Potenzial und diese Ideen. Also kann man sich natürlich die Frage stellen, was sind meine Stärken, was sind meine Talente, aber auch was sind meine Interessen, was sind meine Leidenschaften und welche Werte und welche Ziele verfolge ich im Leben oder welche Werte habe ich und welche Ziele verfolge ich. Und ich finde, es ist auch, also gerade als Vielbegabte, sollten wir von diesen Schubladendenken wegkommen. Ja, du machst jetzt deinen Schulabschluss, dann machst du deine Ausbildung und bist dann eben 40 Jahre im Berufsleben. Ja, und dann gehst du in Rente. So, und was passiert dann im Leben? Was passiert, wenn ich, also erstmal, wenn ich überhaupt so lange lebe? Also als Vielbegabter will ich doch nicht irgendwie auf die Rente hinleben und dann in irgendeinen komischen Job arbeiten, der mir vielleicht gar nicht gefällt, in dem ich aber durch die Ausbildung dann irgendwie reingeraten bin. Nee, natürlich nicht. Ja, wir können als Vielbegabter haben wir so viele Stärken und Talente und da können wir im Prinzip, wenn wir es richtig angehen, unsere eigene Berufung nicht nur leben, sondern unseren eigenen Beruf kreieren. Das kann eben genau dann, darin können wir eben genau die Stärken dann ausspielen, die zu uns passen, die ja, unsere einzigartige Berufung eben finden und leben. Und wie schaffen wir das jetzt, ja? Und da ist eben viel Intuition gefragt, viel Feingefühl und das haben wir ja auch viel in sich gehen, in sich horchen, was will da raus, was will eigentlich in mir gelebt werden. Was ist der rote Faden? Über den haben wir ja auch vor ein paar Tagen gesprochen, der rote Faden im Leben. Der im Prinzip so das Dach all unserer Tätigkeiten ist und all unserer Interessen ist oder all unserer Ideen und Projekte. Ich habe irgendwas angefangen und dann lasse ich das fallen, fange wieder was Neues an. Aber was ist das, der gemeinsame Nenner, der mich überhaupt dahin geführt hat oder auf das nächste Projekt geführt hat? Ja? Also bei mir ist es ganz oft gewesen, dass ich eben der hinter den Vorhangucker bin. Ja? Mich interessiert, wie der Wizard of Oz da hinten seine Hebel und Schalltechniken verwendet. Ich muss nicht wissen, was er da genau macht, aber ich will wissen, dass da jemand sitzt und das Ganze hier nur ein Trick ist. Ja, ja und dass die gelbe Ziegelsteinstraße wahrscheinlich gar nicht aus gelben Ziegelsteinen, sondern aus Goldbarren besteht. Und das Hinterfragen. Ich bin der Hinterfrager, der Querdenker. Querdenker sind wahrscheinlich sowieso die meisten von uns. Aber mich interessiert dann auch einfach mal zu wissen, wie das funktioniert und dann langt es auch schon, ja. Und so finden wir halt vieles heraus. So lernen wir immer Neues dazu als Vielbegabte und sammeln uns immer mehr Wissen, immer mehr Fähigkeiten an und erschaffen uns durch diese Lebensart an sich schon unsere eigene Stärken, unsere eigene Berufung, nämlich als Tellerrand, über den Tellerrandblicker vielleicht, ja. Deswegen sind auch solche Berufe wie Controlling oder im diplomatischen Bereich viel eventuell, in Projektplanung. Also organisatorisch, wir haben viele organisatorische Talente, einfach weil wir, also es gibt ja nicht Multitasking-Fähigkeit, aber wir können auf jeden Fall leichter verschiedene Projekte überblicken oder verschiedene Tasks überblicken. Also als Organisatoren sind wir natürlich sehr gut. Künstler, ja, wir haben auf jeden Fall, ich würde nicht sagen alle, aber die meisten von uns eine sehr künstlerische, musische Ader, die ausgelebt werden kann. Die aber auch im Privaten einfach nebenher laufen kann, ja, aber wir können das natürlich zur Berufung machen und oder. Also nicht nur als Künstler, sondern eben auch dieses künstlerische Talent, dieses musische Talent in unsere Berufung einfließen lassen, ja. Wenn ich jetzt Videos mache, im Moment mache ich es nicht mehr, aber ich habe halt eine Zeit lang auch viel geschnitten und künstlerische gestaltet, die Videos ausgestaltet, ja, oder als Designer, Mediendesigner, Kommunikationsdesigner und da eben unsere eigene Nische finden,
die wir genau ansprechen und die uns dann auch findet, ja. Vielleicht im Bereich Coaching oder ja, Menschen, mit denen wir eben resonieren, mit denen wir auf einer Wellenlänge eben liegen. Ja, aber auch eben als über den Tellerrandschauer haben wir natürlich auch oft dieses Projektbewusstsein, dass wir oder dieses die Fähigkeit, schnell neue Ideen zu verarbeiten, zu kreieren und zu bewerten, zu analysieren. Ja, also ein großes analytisches Talent dadurch, Dinge gegeneinander abzuwägen. Da kommen wir jetzt schon vielleicht in den Mediationsbereich auch rein, dass wir uns einfühlen können. Ja, Einfühlsamkeit ist natürlich auch so ein Punkt. Ja, all diese Dinge, die Hochsensible eben besonders gut können, ja, sich einfühlsam in irgendwo hineinstürzen auch. Und es liegt uns, da haben Scanner vielleicht noch ihre gewissen Schwierigkeiten mit, sich in ein Ding hineinzustürzen. Aber wenn wir etwas angehen, dann können wir es auch mit Herzblut einfach durchziehen. Und was heißt durchziehen? Aber so lange machen, bis wir in dem Spaß daran verlieren. Also alle diese Kriterien können wir uns mal ich will nicht sagen, in Gedanken durchgehen, sondern eher im Herzen fühlen. Und da finden wir dann auch Gemeinsamkeiten. Und dann werden wir auch auf unser Leben zurückschauen. Was haben wir denn alles schon alles erreicht? Was sind unsere Interessen? Was hat man als Kind gerne gemacht? Wobei ich sagen muss, als viele sagen, ja, man soll sich wieder als Kind fühlen, das Kind wieder aufleben lassen. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber der Mensch entwickelt sich natürlich auch weiter. Und nur weil wir als Kind jetzt Schauspieler werden wollten, heißt das nicht, dass wir jetzt heute die tollsten Schauspieler werden. Obwohl ich es auch gerne mal wieder machen würde oder einfach mal auf der Bühne stehen möchte. Vielleicht als Redner, als Speaker. Aber was ich sagen will, ist, dass wir nur weil wir als Kind irgendetwas gerne gemacht haben, das heißt das mal nicht, dass wir es jetzt immer noch gerne tun oder dass es uns heute erfüllen würde. Ja? Wir verändern uns natürlich auch. Und mit all, also wenn wir das dann herausgefunden haben, also einmal, was sind unsere Stärken, was sind unsere Talente, was haben wir früher vielleicht gerne gemacht, unsere Interessen, unsere Leidenschaften, was sind unsere Werte und was sind unsere Ziele, dann ist die wichtigste aller Fragen, finde ich, eben nach vorne zu blicken oder zu fühlen, was würde ich machen, wenn ich mich um Geld und Zeit überhaupt nicht mehr sorgen müsste? Ich würde völlig frei mit meiner Familie leben, irgendwo leben können, wo es mir gefällt. Mit was würde ich dann meine Zeit verbringen? Was würde ich dann machen, um einen Mehrwert in der Welt zu stiften? Wäre es jetzt hier auch anderen Menschen zu helfen? Würde ich irgendwelche tollen Dinge kreieren? Würde ich mich mit Tieren zusammenarbeiten? Was würde mich glücklich machen? Ja, klar, am Strand liegen und Cocktails schlürfen, aber ich glaube, da würde sich ganz schnell dann die Langeweile einstellen und das macht man jetzt, ist man eine Zeit lang ganz nett, aber es ist bestimmt nicht lebenserfüllend. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel auch die kreative, künstlerische Tätigkeit. Ich würde dann auf jeden Fall wieder malen oder töpfern, ohne jetzt damit Geld verdienen zu müssen. Ja, einfach nur, weil ich was erschaffen möchte mit meinen Händen. Mit meinem Geist und mit meinen Händen. Also geistig würde ich mich wahrscheinlich hier mit Coaching weiter betätigen und Ideen schmieden. Und mit den Händen würde ich dann eben töpfern. Schöne Vasen und Schalen herstellen und die dann auf dem Markt verkaufen oder verschenken, je nachdem, ob ich es nötig habe oder nicht. Aber ja, wenn Geld kein Thema mehr wäre, dann kann ich doch einfach das machen, was mir am meisten Freude bereitet. Und da kommen wir dann genau hin, wo jeder Mensch für sich hinkommen sollte, nämlich dass er seine Tätigkeiten danach ausrichtet, was ihm am meisten Freude bereitet, was ihm am meisten erfüllt im Leben. Ja, nur leider sind viele natürlich nicht so weit. Die sind in irgendwelchen Jobs fest, brauchen das Geld, brauchen die Kohle, kommen da nicht raus oder reden sich das zumindest nur ein. Ja? Das sind immer diese Stories, die wir uns erzählen. Ja, wenn ich jetzt meinen Job hinschmeiße, schaffe ich das überhaupt? Die alten Glaubenssätze, die dabei hochkommen, ja, bin ich gut genug? Darf ich das überhaupt, ja? Stell mal vor, da sagten alle, das kann man doch nicht machen und dann, das geht doch nicht. Und dann kam einer, der wusste das gar nicht und hat es einfach gemacht, ja? Sei doch einfach du auch so ein Mensch, der dich nicht darum schert, was andere darüber sagen oder darüber denken, sondern mach es einfach. Mach einfach das, wozu du am meisten Freude empfindest. Das ist meine Ermutigung an dich heute.
Ja, ihr seht ein sehr andächtiges Video heute. Ich bin auch heute nicht so übersprudelnd ja doch von Energie schon, aber halt nicht so powermäßig, sondern eher so andächtig, ja. Weil ich gestern auch wieder an den Brand im Plattenstübchen da denken musste, das habe ich auch in dem Video gestern verarbeitet. Ja, und das war halt auch so ein Cut im Leben. Ja. Polypreneur, was ist ein Polypreneur? Da wollen wir können wir im Prinzip hinkommen. Indem wir nämlich das tun, was wir lieben. Ja? Und ich muss dir nicht sagen, dass du viele Ideen hast, das weißt du selber. Du sprudelst nur so über. Wenn du ein Scanner bist, sprudelst du nur so über von Ideen. Wie wäre es, wenn du diese Ideen einfach mal in einem Projektbuch festhältst und dann dir eins dieser Ideen aussuchst, das, wo du am ehesten in Resonanz gehst, da stürzt du dich drauf und ziehst das durch, egal was kommt. Das musst du ja nicht, musst deinen Job nicht hinschmeißen, wenn du das nicht möchtest. Wenn du die Sicherheit brauchst, dann mach deinen Job weiter, ja. Aber such dir das eine Thema aus, diese eine Idee und dann go for it, ja. Zieh das durch, egal was es ist, ja. Und wenn es jetzt Socken häkeln ist, Socken stricken ist, es gibt bestimmt einen Strickladen in deiner Nähe, der wird sie für dich verkaufen. Ja. Einfach nur, um in dieser Freude zu bleiben, ja. Wenn es dir Freude macht, dann mach das. Wenn du singst, dann sing. Man muss nicht in allem professionell sein. Gerade als Scanner können wir eben viele Dinge austesten. Aber Polypreneur meint eben natürlich nicht nur irgendwas zu produzieren, sondern eben ein Unternehmen aufzuziehen. Und da bedarf es eben so ein bisschen Fertigkeiten für, also unternehmerische Fertigkeiten, aber die kann man erlernen. Also wusste ich vorher auch nicht. Ich hatte nichts mit Buchhaltung zu tun, Vertrieb, Marketing, Finance, also all diese Bereiche, die man eben in der Firmierung braucht, ja, wie gründet man eine Firma? Kann man alles lernen, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass du einfach rausgehst und deine PS auf die Straße bringst und das machst, wozu du berufen bist. Deswegen heißt das ja Berufung. Finde das heraus und dann mach's einfach. Und es muss auch nicht endgültig sein, das ist ja nicht das Ende aller Weisheit, ja. Du findest einfach heraus, was dir liegt und dann machst du das. Und dann machst du das Nächste. Wenn eines Am günstigsten natürlich ziehst du eins so weit durch, dass du es dann auch skalieren kannst, dass du es automatisieren kannst. Also im Online-Marketing geht es natürlich mit entsprechenden Funktionen, wenn du einen Online-Kurs zum Beispiel erstellst. Du hast bestimmt ein großes Wissen, große Weisheit in dir. Erstell einen Online-Kurs, hau das Ding raus, verbessern kannst du es immer noch, ja. Das ist übrigens, sagt ja der Herr Scherer, der Hermann Scherer sehr schön gesagt, ja, wenn du ein Buch schreibst, sprech dir das auf ein Diktiergerät drauf. Schreib das Ding runter. Wir sind immer gut im Verbessern, auch im Verbessern von anderen. Ja, guck mal, da sind Fehler und das hat er falsch gemacht hier. Das kann ich doch viel besser, ja. Aber im Kreieren sind wir nicht so gut. Deswegen sollten wir einfach mal loslegen, die Dinge raushauen und verbessern können wir es danach immer noch. Und du musst auch nicht das Rad neu erfinden. Du kannst auch an Dinge anderer, die Projekte anderer, Produkte anderer verbessern, ja. Da gibt es schon was und du machst es eben besser. Finde heraus, was das ist und mach es einfach. Und da kommen wir wieder an einen Punkt, wo es eben um Fokus und Priorisierung geht. Ja, wenn wir alles auf einmal machen wollen, wird es wahrscheinlich nicht klappen. Aber wenn wir uns eben eine Sache raustun und die richtig machen und nebenher trotzdem noch Dinge tun, die uns lieb sind, ja. Mir ist eben zum Beispiel auch eingefallen, laufe ich an den Jonglierbällen vorbei. Oh, Holger, du hast ja halt noch nicht einmal jongliert. Na, habe ich mir eben die 5 Minuten Zeit genommen, habe mich jongliert. Dann bin ich wieder entspannt und ausgeglichen und kann jetzt mit euch dieses Video machen. Und wir kommen auch schon zum Ende. Ja, Polypreneur, mach dein Ding, tu, was du liebst und ja, rock das Leben, rock dein Leben. Ja. Geh einfach in die Freude, geh dahin, wo das Herz dich zieht und das Universum wird dir alles zu Füßen werfen. Ja. Wird dich mit Fülle überhäufen und mit Wohlstand, Freude, Glück, Liebe, Gesundheit, alles, was man zum Leben braucht, worauf es ankommt. Okay, ihr Lieben. Ich gehe jetzt nochmal zu meiner Familie kuscheln. Da freue ich mich drauf und wünsche euch alles, alles Liebe. Ach so, bevor ich es vergesse, die Mindset Challenge, die startet am 13., meine ich. Ich bin mir beim Datum nie so sicher. Ich schicke euch nochmal auf jeden Fall, dass ihr da irgendwie von erfahrt. Es ist eine Mindset Challenge für Vielbegabte. Wenn ihr da Interesse daran habt, das findet ihr auf meiner Facebook-Seite. Aber ich poste es ja auch nochmal unter das Video, wenn ich es nachher online stelle. Geht über 7 Tage und da behandeln wir eben genau diese Themen, die ich jetzt hier angesprochen habe in dieser Woche, nochmal intensiver mit kleinen Aufgaben dazu, mit kleinen Lektionen, wo ihr für euch
nochmal da reingehen könnt und das auch verschriftlichen könnt, ja, und nicht nur hier zuhört und konsumiert, sondern eben selbst tätig werdet und es nochmal eben niederschreibt. Und wenn ihr noch einen Schritt weitergehen wollt und Unterstützung möchtet in Fragen wie, wie finde ich meine Berufung oder wie bringe ich meine Power auf die Straße, wie kann ich meine Ziele so definieren, dass sie auch dingfest sind und dann dranbleiben und da dran arbeiten, dann könnt ihr mich gerne anschreiben, anrufen, wie auch immer mit mir in Kontakt treten. Wir vereinbaren einen Termin, machen ein Strategiegespräch und ich bin immer froh, jemandem helfen zu können und dabei zu unterstützen, eben seine einzigartige Berufung zu finden. So, das war's von mir. Ich bin jetzt draußen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Hat mich gefreut, dass ein paar da Leute da waren und ja, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.